Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer H3S Mastro H3S. Und ja, was soll ich großartig sagen? Ich mache jetzt einfach mal da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Und zwar mit Fangnetz annehmen. Benutzen Sie das Fangnetz in der markierten Bucht und bringen Sie eine Ladung frischen Fisch nach Delta Komplex. Okay, ja. Das Konter kann schlecht. Kontrollgruppe für Tests erforderlich. Testobjekt frischer Fisch benötigt. Gut, also das Konter konnte ja gerade schlecht schwimmen. Deswegen, ach, ich paddle einfach jetzt mal mit 5 Öl rum. Das nennt sich produktiv, ja. Sehr professionell. Also sehr professionell. Modernisieren des Seefrachtverkehrs plus 5. Okay, ich habe keine Ahnung warum, aber okay. Gut, das sagt alles genug. Du produzierst genug. 105. Ja, was mehr oder weniger eigentlich habe ich ja immer genug. Oh, 2. Okay, anscheinend reicht es mir aber. Also sagen wir es so rum. Wir lassen es. Gut, mit der Bucht fahren wir schön in die Mitte und werfen einfach mal das Netz zum Angeln aus. Das ist immer so schön spaßig. Der schöne Wasserfall. Wunderschön animiert. Eine markierte Bucht im Prinzip laden. Frischen Fisch zum Delta-Komplex. Ah, perfekt. Okay. Dann ab zum Delta-Komplex mal wieder. Spiel gespeichert. Habe ich gerade gewundert, was ist das für eine Insel? Die habe ich noch nie gesehen, aber stimmt. Das ist unter Wasser jetzt. Manchmal kann ich echt intelligent sein, wie ihr gerade bemerkt habt. Weil du, kurz Abkürzung. Will mal sehen, was. Genau registrieren Bewohner auf dieser Insel. Unsere Tycoons hier machen. Gut, was Spaß gehabt, kannst du da noch machen. Okay, Energie. Ja, ein bisschen größere Stadt, wie ich gerade sehe. Bevor ich gleich Probleme kriege mit Geld, fange jetzt mal an, mehr Häuser zu bauen. Sonst habe ich echt irgendwann noch ein richtig großes Problem. Häuser, Häuser, Häuser. Es geht nicht über schöne Häuser, die Geld bringen. Und mir fehlen schon wieder die Rohstoffe. Gut, wir haben 245. Ich hoffe mal, ach, ich glaube, das reicht trotzdem nicht aus. Aber okay. Irgendwie werden wir es hinbekommen, mit unserem Money wieder ins Plus zu kommen. Erstmal das Rohöl, bevor es weiterum kutschiert. Und die frischen Fische. Fische Fritz fischt frische Fische in der Küche. Alle Parameter korrigiert. Erforschung des Antibiotikums jetzt möglich. Okay, dann laden wir nicht lange. Und ich finde. Ah, Antibiotikum. Perfekt. Antibiotikum erforscht. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Jo. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Oh. Ja, wenn man keine Straße vor der Haustür hat. Tut mal Zeit, Kunde, nicht großartig rumlaufen. Sehr faule Sau. Okay. Oh, wie hat sie vorhin gesagt? Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Da sieht man jetzt mal wieder, was ich gerade gemacht habe auch. Pi mal Daumen. Was schätzt ihr? Soll ich lieber noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Gut, da haben wir es wieder. Wieder schön. Ja, danke, ne? So, haben wir es hier. Gehen wir hier noch ein bisschen nach oben. 2, 4, 6. Ich habe mich das gerade nicht verzählt. Sagen, das Haus enden wird wahrscheinlich keine Anbindung bekommen. Der Rest sonst müsste theoretisch das Lieblingswort eines Praktikers. Theoretisch. Da kommt mir gerade so der Gedanke wieder von meiner Ausbildung. Das Wort theoretisch.
sehr beliebt bei praktischen Handwerksarbeiten. Produktion gestoppt. Theoretisch sollte ja alles funktionieren. Ob es praktisch ist auch tot? Nein, meistens nicht. Okay. So, haben wir mindestens mehr Lagerfläche. Was kommt auch hier? Mehr Lagerfläche. Ich verhau hier gerade meine ganzen Steinchen. Perfekte Aktion. Monstro. Perfekte Aktion. Okay. Gut, jetzt können wir noch ein neues Häuschen bauen. Neues Häuschen. 250. Das wäre ziemlich knapp vom Geld. Getränke. Sagen wir so, ihr redet das auch mit einer Fischfabrik. Habt ihr wieder mehr Fische, dann seid ihr in die Richtung zufrieden. Dann wollt ihr noch Getränke, wollt ihr Zucker, Kaffee? Brauche ich noch mehr Steine? Auch nö. Was wollt ihr noch alles? Okay, was tun sie hier? Fische pennen. 42 für 11. 42 für 11. Ich glaube, bei Faser kann ich nichts großartig abkaufen. Menschliche Individuen sind entbehrlich. Ich versuche, einige Areale in Kor wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wünschen Sie mir Glück. Viel Glück. Sie haben zwar keinen gewonnen, aber ja. Für 13. Ich würde sagen, das sind die Teile. Die da drüben ein bisschen billiger. Können wir kurz auch noch drüben schippern. Ein bisschen holen. Dann können wir das andere Zeug bauen. Da sind die zufrieden. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Durch Umweltverschmutzung. Och, komm schon. Kann ich hier irgendwas bauen? Welter Kontrollstand verbessert die Ökobilanz. Effektivität sinkt, wenn sich Einflussbereiche des Gleichtyps überschneiden. Minus. Was soll das Geld? Plus 15. Könnte knapp werden. Blockheizkraftwerk. Komm, wir hauen irgendwo mal eine Wetterstation hin. Da hinten ein schönes Eckchen. Jetzt 15 besser. Okay, hier noch eine hin. Jetzt habe ich schon wieder nichts mehr, mit dem ich arbeiten kann, wie mir gerade auffällt. Ökobilanz. Werte steigen. So soll es ja auch sein. Sieben. Wunderschön. Ich hoffe mal, das passt alles. Na, Dumps. Habe ich mal wieder voll zugeschlagen mit meiner Intelligenz. So, jetzt haben wir die schöne Schnellstraße. Gut, ich hoffe mal, das Geld da reicht uns aus. So, jetzt sind wir weiter runter mit dem Geld. Ist natürlich wieder einwandfrei, perfekt, super. Nicht. Was haben wir hier? Zugang auf Anarie, oder? Ja. Dann brauchen wir jetzt noch eine Kaffeeplantage, wofür wir 6 Blöckchen brauchten. Und mal wieder haben wir kaum Blöckchen. 22, das heißt, du kannst wahrscheinlich wieder gut produzieren. 105, würde ich sagen, ist gut. So, jetzt haben wir wieder gut viele Blöckchen. Das heißt, Kaffeeplantage können wir hier irgendwie so setzen. Ja, so. Und ganz viele Plantagen wieder aus dem Ort. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Doch, kommt schon. Okay, das war eins mehr, wie wir bräuchten. Bauen wir es auch einfach unter Schnellstraße an. Nein, hier kurz unterwegs, das ist doch besser. Und ich habe jetzt eine schöne Idee. Immer außen rum. Hauptsache irgendwie Geld verschwenden. So schön Kreisel. Diese Logik hier. Hey komm, wir bauen so schön Kreisel hier. Wunderbar. Ein Autobahnkreisel.
Im Geld sind wir Minus. Das trifft sich ja hervorragend. Nicht wirklich. Getränke, was brauchen wir dafür? Geld. Das ist scheiße. So, Geld geht nicht. Immer weiter ins Minus. Und ja. Was kann ich verkaufen? Was kann ich verkaufen? Kohle. 40 Kohle. Sagen wir mal 20 davon. 10 Carbon. Mehr Öl. Das verkaufen wir an. Was haben wir in der Nähe? Ach, Tycoons. Ja, die bieten wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das ist echt scheiße. Aber wenn ich jetzt nochmal neu anfangen müsste, deswegen, weil wir kein Geld haben, fände ich das kein bisschen lustig. Baue ich mal ein paar mehr Häuser. In der Hoffnung, dass die Einwohnerzahl hoch wird. Warte. Ihr müsst noch ein paar gute Einstriche einnehmen. Also alle Anhebe, das ist auch doof. Abgeneigt, sagen das ist neutral. Gut, jetzt haben wir mindestens genug, um hier zu bauen. Hoffe ich. Perfekt. Gut, das heißt, jetzt können wir ins Minus rutschen. Die steigen. Wissenschaftliche Ergebnisse kann man nicht einfach herbeizaubern. Aber ich bemühe mich weiter. Wir wollen dann aufsteigen. Das könnte ich sogar eventuell nochmal rumreißen. Aus einem schönen Minusgehalt. 2 Häuser weiter. Hier und hier. Kann ich hier noch unsere Blöckchen vollsetzen? Aber war, wie gesagt, nichts. 1, 2, 3, 7, 11. Da kann ich sogar alles machen. Haben wir 15 weitere Häuser. Das sind 150 neue Leute. Könnte ich. Wunsch, Steuereinnahmen zu gut. Jetzt will ich Steine nicht noch höher machen kann. Die zahle ich mal ein. Eins. Ja, Einnahmen, Ausgaben, supi. Echt supi. Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest in Ruhe arbeiten. Gut, du gehst in Produktion. Das ist gut, das ist gut. Gehen wir einfach mal weiter. Da krieg ich ein bisschen Eis, dann kann ich verkaufen, eventuell, wenn ich es nicht mehr bräuchte. 5 Tonnen Carbon. Das lasse ich einfach mal ein bisschen nebendran weiterlaufen, in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Und ich habe ja unser komplettes Carbon gerade verkauft, ich Trottel. Das heißt, wir warten doch nochmal kurz. Jo, tut mir gerade leid, aber wie gesagt, ich muss gerade so eine kleine Rettungsaktion von unserem Spielstand machen. Ja, perfekte Aktion. Mich erinnern, ich habe es schon mal gemacht und dann musste ich, weil ich einfach nicht auf das Geld geachtet habe, irgendwie komplett den Spielstand nochmal neu starten damals, als ich es erstmal durchgezockt habe. War sehr scheiße. Und das werde ich euch halt jetzt ersparen, deswegen. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. Ah, das sind nur 5er Häuser. Oh, okay. Ja, mal schauen, wie ich das gerade auf die Reihe bekomme. So, die 5 Tonnen Carbon bringen wir mal hier nach oben. Ich habe noch Plusgeld. Core, was hat Core? Nicht viel. Was haben wir hier auf der Insel alles? Was ist denn das? Goldvorkommen. Baum, was aktuell mit dem Abbau beschäftigt. Eine Baumschule. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Sand, nicht die Benutzung, Mine, Eismine, Kohlemine, Basaltvorkommen. Keine Ahnung. Aber okay.
Ich hoffe mal, dass... Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest in Ruhe arbeiten. Ich hoffe, für den Aufstieg brauchen die jetzt nicht ewig viel. Haben Sie alles in die Wege geleitet? Ich kann nicht länger warten. Doch, sieht gut aus, dass ich mehr bräuchte. Ja. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Scheiße, wir gehen schon wieder ins Minus. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Die Schutzmechanismen sind eingerichtet. Nun müssen wir ein Antivirus entwickeln und in die befallenen Systeme einschleusen. Aber das... Das Computervirus hat Fathers Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet. Er wird uns angreifen, wenn wir ihm nicht zuvorkommen. Und? Machen Sie bereits Fortschritte? Errichten Sie in Delta-Komplex Eco-Schiff-Werft. Befehlen Sie einer Flotte aus folgenden Schiffen. Viper. Eine. Viper ist auch eigentlich ein Kampfhubschrauber, soweit ich weiß. Aber okay. Wir können gerade nichts bauen, da unser Geld wieder ins Minus geht. Das ist sowas von Scheiße. Alle mit der Radaron zugehalten haben, danke. Du gehst mit der Produktion hoch, danke. Ich könnte das Holz verkaufen, eventuell. Vielleicht kann ich so noch eine zweite Waffe nach Reh bauen. 303, das ist so, die. Höher Sauerungsmittel auch kommt schon. Das ist halt immer so, wenn du anfängst zu zocken und dann nicht auf alles achtest. Also deswegen mag ich das Spiel auch irgendwie. Weil für jeden Fehler, den du machst, wirst du halt. Ja, oder auf längere Sicht halt einfach bestraft. Deswegen versuche ich es ja gerade echt noch für euch alle, das zu reißen. Spiel gespeichert. Die negative Unglück und diese Insel senkt die Zufriedenheit der Bewohner dieses Gebäudes um 1%. Ist über die Hälfte. Bitte aufsteigen lassen. Bitte steigt auf demnächst. Ich brauche Geld, meine Freunde. Ich brauche Geld. Kommt schon. Lasst mich nicht im Stich. Ich habe für Holz bekomme ich ein bisschen was. Ja. Ich krieg gar nichts für Holz. Das ist echt scheiße. Was könnten wir noch verkaufen? Das brauche ich alles. Brauche ich eigentlich auch. Eisen verladen. Ich könnte das Eisen eventuell verkaufen noch. Ins Positive zu rücken langsam wieder. Perfekt, die können aufsteigen. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Wow, okay. 60 Eisen, ich hoffe, ich komme damit wieder einigermaßen ins Plus. Oder zumindest für kurze Zeit. 30 Leute, wow, okay, das kann noch gut was bringen. Bitte, Gabon, Flotti, Flotti, Garotti. Eventuell wäre, glaube ich, noch eine zweite Carbon-Forschung oder Erstellungsraffinerie vorteilen. Das wäre echt leid, Leute. Ja, ich habe gerade irgendwie gerade so meine Probleme mit der deutschen Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. 920, 460. Warum gibt mir das alles nur so wenig? Verdammt! Carbonara. Ich brauch mehr Carbon. Meine Freunde, mehr Carbon. Ich brauch mehr Carbon. Carbon. 1500. Och, komm schon. Irgendwie muss ich auf die 1500 kommen. Dann kann ich mehr Carbon machen. Dann kann ich hier auch ein bisschen mehr arbeiten. Krieg ich eigentlich noch. Ja, super. Das ist, was ich an Öl herstelle, ist halt auch gleich weiter in der nächsten Raffinerie. Das heißt, mir bringt auch das nichts mehr. So, jetzt habe ich mal alles aufgeladen einfach. Hier, was kann ich verkaufen? Ich habe auch sicherlich gerade keinen Hunger, hatte nicht so viel. Ich verkaufe noch 5. Vielleicht bringt es ja was. Was kann ich noch verkaufen? Was habe ich noch viel?
Öl. Komm, Öl. Roll. Jetzt ist meine Produktion ja auch recht hoch. So. Ja, aber jetzt bin ich gleich schon wieder. Ah, das ist so schwierig, meine Freunde. Das ist so schwierig. Bauen wir noch ein bisschen Häuser. Zwei Häuser sind drin. Gut. Bitte, komm schon. Steuereinnahmen, Forscher, Labor. Laboranten. Ich glaube, ich müsste doch vielleicht von Ökos was machen. Ökos bringen, glaube ich, ein bisschen mehr am Geld. Einwohner erzeugen Credits. Ja, danke. Jetzt habe ich angezeigt bekommen, wie viel die erzeugen. Das wäre viel besser. Na gut, gut, gut. Kaufen. Ja, also Fisch bringt anscheinend gut was. Fisch wollen sie also. Gut, gut. Ich weiß, solange ich jetzt im Positiven bin. Was habe ich gesagt? Ökos. Öko, Öko, Öko. Öko, Zentrale. Pi mal Daumen, sagen wir es hier. Gleich noch zur Patrasche umfunktionieren, solange ich das Geld habe. Ich hätte gerne Straßen bauen. Materialien können wir dann auch wieder ins Positive. Materialien gewinnen wir egal wie halt. Also 3. 1, 2, 3. Ah, es hat eine andere Größenverhältnis, deswegen gut zu wissen. Sorry, Kosta, ich brauche jetzt hier mal meine Fläche. Um zu arbeiten, danke. 1, 2, 3. Das hier kann ich ziehen. Hier kann ich noch nach oben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier rüber. Ja. Steinchen. Kommen wir langsam ins Plus. Nicht wirklich. Nein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Nicht genügend Credits mehr, verdammt. Aber wir können noch Häuser bauen. Jetzt können wir Häuser bauen. Jetzt können wir Häuser bauen. Diese verzweifelten Aktionen gerade von mir. Sorry, Leute. Wahrscheinlich werde ich es jetzt mal so machen, kurze Zeit. Ausgezeichnet. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich vor der nächsten Aufnahme, weil unser Gehalt noch weiter runter geht, vor der nächsten Aufnahme kurz schauen, dass ich unser Geld wieder auf die Reihe bekomme. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder ansetzen mit dem nächsten Let's Play. Weil ich glaube, dieses Rettungsmission, die ich hier gerade absolviere, den ganzen Gebäude bauen, ich weiß nicht unbedingt, ob die so spannend ist. Und dann, na, ich werde es wahrscheinlich so machen, ich werde es doch aufnehmen. Und dann kennzeichnen. Halt unter Lückenfüller oder Rettungsmission von Geld. Okay. Dann danke mal fürs Zuschauen mal wieder. Hat wahrscheinlich mir und genauso viel Spaß gemacht wie dir. Oder ich hoffe es zumindest mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer oder dein H3S Mastro Adress mit Let's Plays für dich und mich.